Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos Zockte Bus Simulator 18. Hier bei der Firma Strömling, wir halten den Verkehr in Fluss. Ja, Echo-Effekte habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Wir machen eine neue Strecke. Dazu brauchen wir einen neuen Bus. Den holen wir uns dann mal schnell. Und zwar Bus kaufen. Kaufen einen Bus kaufen. Das ist schön. Bus bearbeiten. Der kriegt dann auch eine Kaffeewerbung. Man merkt gar nicht, dass ich kaffeeverrückt bin, wa? Nee, merkt man gar nicht. Es ist alles ja reine Tarnung. Ja. So, eine schöne Nummer einfach mal generisch eintippen hier, fertig, okay. So, das Ganze hier mal bitte anwenden. So, Streckenplaner, das heißt, wir brauchen eine neue Strecke, das ist dann Z5. Die Strecke Z5, großes Z natürlich. Okay, Z5, das heißt... Wir fahren vom zentralen Busbahnhof los. Das ist hier. Fahren hier mal außen lang. Hier rein und dann dorthin. Von dort einfach mal dorthin. Dann mal dorthin. Einmal dort über den Flüsterweg. Einmal hier rein, dorthin. Zum Hauptbahnhof. Und vom Hauptbahnhof einmal in die alte Brauerei. Ist eine blöde Streckenführung, gefällt mir nicht. Oh, nee, es geht gar nicht. In die Pferdemühlengasse. In die Punikgasse und dann zum Dings hier hin. Das ist aber eine sehr lange Strecke. Egal, nehmen wir. Ja, ich weiß, dass da Probleme gibt. Ist mir durchaus bewusst. Wir haben Tag. Das ist das. umgekehrte Strecke machen wir mal aus. Und ich würde mal sagen, Fahrt starten. Sehr schön. Gut. Load. Load the screen. Da haben wir es. Sehr schön. Gut, das heißt, Retarder. So, dann einmal ausrichten, einmal Onboard-Musik an. Hallöchen, Puppelchen, und herzlich willkommen hier in Tropico, wo El Presidente eine wunderbare Politik hat. Und sich um das Wertevolk kümmert. Wie geil. Ich bin so ein bisschen gehypt. Der Tropico, ey. Tropico geht immer. Tropico ist nice. So, da sind wir. Bitte in Haltebucht 4 halten. Das machen wir nochmal. Schönen guten Tag, werte Damen und Herren. Eine Fahrkarte bitte. Natürlich. Einmal einzeln, einmal Student, einmal eine Menge. Und das sind einmal ganz viele Münzen, die du hier bekommst. Danke. Dass wir keine Scheine rausgeben können. Gut. Ich bin gerade so ein bisschen gegen Mikro gekommen. Keine Ahnung, ob man das gehört hat. Ich habe das Mikro extra mittlerweile so ein bisschen gedämpft. Das heißt, wenn ich irgendwie dagegen haue, dass das dann nicht so einen harten Schlag geben würde. So, das sieht ganz gut aus. Kurve sieht auch sehr gut aus. Da können wir mal so nehmen, direkterweise. So, okay, sehr schön. Blinker an. Ja, und da haben wir wieder eine Currywurstbude. Hier, da hinten, da. Schöne. Ich kann das ja mit dem Mauszeiger zeigen und mich da ja trotzdem sauber bewegen und solche Geschichten. Ist schon geil. Also gerade bei den Fahrsimulatoren, da möchte ich nicht unbedingt auf den Tracker verzichten. Hier gerade eine sehr blöde Streckenführung. Aber wir haben es geschafft.
wir sind fröhlich hinüber. So, hier haben wir dann nochmal einen Hals. Da war sogar ein Schlagloch. Oh Gott! El Presidente, wir haben hier Straßen, die sind nicht so schön. Das Volk hat sich schon darüber verwundert, wie die Straßen aussehen. Ne? So, parken in Perfektion. Ne? Will denn da jemand reinkommen oder nicht? Was ist denn da los? Irgendwie nicht. Okay, dann ist da, habt ihr Pech gehabt. Oh, das hat sie gemeint. Nächster Halt, Rosenstraße. Rosenstraße, schöne Straße sein hier. Schöne Straße. Oh, das Laub da auf der Straße sieht schick aus. Mist, ich habe gerade eine Sache verguckt. Ich habe gar nicht den, den Kollegen auf diese Strecke gesetzt. Fällt mir gerade mal so auf. Jo, das heißt, wir müssen hier noch einen Kollegen auf die Strecke setzen. Ja. Da habe ich extra den Bus geholt und gemacht und getan. Nee. Tschüss. Tschüss. Aber ich habe vergessen, ihn da raufzusetzen, ne? Was ist denn jetzt los? Das stimmt. Das ist nicht, heute ist kein großer, besonderer Tag. Das ist einfach ganz normale Fahrt hier. Wir wollen gar nicht so viele mitfahren. Nächster Halt. Ja, da kriegen wir auch hin. So, einmal schön eingeschwunken. Hoppala. War sehr nah dran, ne? So, was heißt das denn da aussehen? Na, jetzt nochmal hier fahren. Okay, hier mal Vorfahrt beachten. Der will da so fahren, das ist auch noch. Der hält an für mich, das ist sehr nett. Jo. Refield Siedlung, wir kommen. Hoppa, immer eine Verkehrsberuhigungsbumper. So, den haben wir dann mal beachtet. Nächster Halt, Freefield, Siedlung. Ja, sehr schön. So, einmal hier ran, einmal so, einmal so. Wie sieht's denn aus? Schönen guten Tag, hallo. Ja, eine Fahrkarte. Endlich will doch mal jemand da mit. Einzeln Standardmenge 1. Komm hier. Da ist hier so eine schöne komische Summe mal wieder hier. So, okay. 21, 22, 23. So ist das schick. So, eh mal da so rüber. Nächster Halt, Sonnental. Sonnental. Oh, wie geil hier. Was hältst du da so lange hinten? Was ist da vorne los? Magst du mich? Wir sind hier auf der Vorfahrt, das ist ja. Ne? Ja, schlag doch schön soft rüber. Der Verkehrsfluss hilft dabei. Er ist nämlich nicht besonders schnell gerade. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? In welchen Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht. Aber warum habe ich eigentlich hier Blinker an? Komm. Baby, do your thing. Ja. So, da hinten haben wir gleich unsere nächste Haltestelle. Ich hatte diesen Burrito nicht essen sollen. Ja, der Burrito des Todes. Was sagt El Presidente eigentlich dazu? So, immer anhalten. Perfekte Halteposition. Eine Fahrkarte. Ja, sollst du bekommen. Einmal Woche, einmal Standard, einmal Menge 1 und 2. Eine Fahrkarte, bitte. Und auch da nochmal einmal Tag, einmal Standard, einmal Menge 1 und das sind dann 3,80. Ich sehe gerade, dass wir hier Minuszeit haben. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen Zeit reinfahren. Versuchen wir das mal auch. Nächster Halt, Hohe Straße. Hohe Straße?
Kurbel, Kurbel, Kurbel. Aber hier mit Zeit reinfahren wird schwierig, wenn hier so alle... Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Ich habe ein UFO gesehen. Na, wie geil ist das denn halt? Wie soll ich denn hier fahren? So, wir müssen hier die Kurve nehmen, okay? So, einmal hier ran. Einmal einer mit Rollstuhl. Soll er. Kurz mal warten. 21, 22, eine Fahrkarte bitte. So, was hast du denn da? Einmal Tag, einmal Standard, einmal Menge 1. Das sind dann 3,80. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Einmal Woche, einmal Standard, auch eine. Da sind zwei. So, dann das hier rein, wieder hier fahren, dann der Dicke raus, dann hier gerade gerichtet. Und gib ihm mal eins, dann müssen wir jetzt mal nach rechts. Das ist da, wo der Daumen links ist. So, immer hier schön sachte rein mit uns. Ein Passagier hört ziemlich laut Musik. Tut mir leid, ich mach's leise. Hier ist die Fahrkarte. Dann auch so eine peinliche Musik hier. Na klar. Ja, bitte. So. Na klar. Okay. Grunwald. Normalerweise müsste man eher solche Durchsage machen. Ne? Ja, wenn der Passagier bitte bei die Lautsprecher, Lautstärke runterdrehen oder so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine. Weil normalerweise ist es nicht normal, dass ein mal da lang. Ja, wir müssen da lang. Ja, zwischendurch immer mal gucken. Lieber immer geguckt, als immer falsch gefahren. Kennen wir ja. Ne? Haben wir schon mal gehabt. Ne? Obwohl es dann vor der Zeit trotzdem noch gut ging. Also ich bin ja auch sehr geheizt. Okay, ich habe auch einen Unfall produziert in dem Moment halt. Ja, darf man auch nicht vergessen. Boah. Ja, perfektes Timing. Eine Fahrkarte. Ja, perfekt. Also, was hast du denn hier? Eins in Standard. Einmal. So, sind jede Menge Kohle. Danke. So, haben wir auch. Eine Folge kann einmal Tag, einmal Standard, einmal raus damit. Sind 3,80. Danke. Auch das damit raus, danke. So, einmal hier rüber. Sehr schön. Das sind sehr schöne Wohnungen da vorne. Ich will nicht wissen, was da die Miete kostet. Eieiei, das wird auch nicht ganz billig sein. Mann, 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 das wird kosten, Seig. Die meisten wissen ja, ich bin aktuell so ein bisschen am Überlegen wegen der neuen Wohnung und so. Neuer Job, neue Wohnung. Ich überlege mir, einen Dinge Hund halt anzuschaffen. Echt? Also, neuer Job hat er schon. Ich glaube, es wäre eine gute Sache. Es fehlt noch die neue Wohnung. Obwohl, die ganze Arbeit. So. Ja, ich wipp mit dem Kopf. Ich mag diesen einen Track so besonders. Ich finde ihn toll. So, jetzt muss ich mal kurz mal aufpassen. Ja, so viel zum Thema kurz mal aufpassen. Die ganze Zeit schon so angetäuscht. Muss ich ja mal warten. Er fühlt sich, glaube ich, jetzt blockiert. Warte mal, kann ich das rückwärts noch fahren? Natürlich nicht. Ja,
fahr doch mal. Komm. Gott. Nicht dein Ernst, oder was? Der wäre da locker vorbeigekommen. Ja? Das hat der mit Absicht gemacht. Ja, warte mal, jetzt will ich mal verhungern. Wenn du hier vorfährst, wirst du... Und der hinter mir ist natürlich auch so gnadenlos, der kommt auch noch einen Millimeter genau immer hinterher, wa? Es war auch keine Möglichkeit, mal hinten nochmal mal zurückzusetzen oder sowas. Nee. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Ja, du brauchst einige Fahrkarten. Du hast einmal Woche, einmal Standard, einmal Menge 2, einmal raus damit, sind 4 Simone. Fisch weiter? Okay. Okay. Jetzt müssen wir definitiv wohl nach rechts. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Biegen wir doch hin. Genau. Nächster Halt, Hauptbahnhof. So, immer hier ran, einmal angehalten. Hui, Hauptbahnhof, herzlich willkommen. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, du brauchst eine Fahrkarte. Deshalb sprichst du mich an. Das ist schon klar. Du willst nicht meine Telefonnummer. Danke. So. Okay. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Ich brauche eine Woche, stimmt. Hallo, junge Dame. Wie ist denn hier die Straßenführung gerade? Okay. Habe ich jetzt rot oder was ist hier los? Ja. Da steht 25 hinten drin. Geil wäre, wenn da jetzt so was anderes drin stehen würde. Das selbst definiert der, hä? Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Nein, sollst du nicht. Ich zeig dir die Fotos meiner Katze. Ist viel niedlicher. Glaub mir. Die ist echt nicht nur virtuell. So, eh mal hier ran. Sehr pünktlich, danke. Sehr pünktlich. Oh, ja, es ist viel zu heiß draußen. Viel zu heiß? Geht doch mittlerweile. Ich weiß nicht, was du für ein Problem hast. Ist doch in Ordnung, das Wetter. Möchte ein Ticket. Tag. Student einmal. So, und dann mal raus mit dem Wechselgeld. Ist in Ordnung. Okay. Fahrräder. Nächster Halt, Pionikgasse. Die gute alte Pionikgasse. Ja. Quatsch. Nee, doch, warte mal. Nö, ganz normale Straßenführung geradeaus. Muss man erstmal mit klarkommen. Hier muss ich raus. Hier musst du raus. Ja, dann ist doch schick. Ist doch gut, dass ich hier halte, oder? Ja? Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich. Einmal einzeln, einmal Standard, einmal eins. Okay. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Einmal Tag, einmal Standard, einmal eins. Danke. Okay, eine Fahrkarte bitte. Einmal Woche, einmal Standard, einmal eins. Ihr kriegt einen Schluck auf hier. Okay, auch das haben wir. Ist in Ordnung. Das ist echt nicht mein Wetter. Ja, das habe ich vor ein paar Wochen auch gesagt, dass das nicht mein Wetter ist. Weil es einfach zu warm war. So, wir fahren zur Kathedrale. Finde ich geil.
Winter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. 5000 Folgen? Ach du grüne Meier. 5000 Folge Winter der Leidenschaft. Leute, nee. Und ich dachte, ich bin mit meiner Sims-Vorreihe schon katastrophal. Mann, 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 Mann. So, da müssen wir hin. Nächster Halt, Kathedrale. Stadtzentrum. Stadtzentrum, yeah. Bitte alle aussteigen. Jo, genau. Machen wir's mal. Tschüss. Tschüss. So, ich will mir mal hier mal ein bisschen umschauen, wenn wir hier schon mal im Stadtzentrum sind. Oh Mann, was für eine Sightseeing-Tour. Wow. Hier sind die Pflanzkübel und so ein Zeug. Es ist doch schon sehr gut aus. Hier die Beleuchtungsteile. Da achtet sonst keine Sau drauf. The Art of Meow. The Fluffy Gallery. Das geht. Schade, dass die Texturen so niedrig sind für die Plakate. Ja, hier hinten ist das Café. Das machen wir hier durch. Geil. Da kannst du hier schön sitzen. Was haben wir denn hier? Einmal Black Coffee 3,50, Cappuccino 3,50, Kaffee Latte 2,70. Kaffee Spezial 3,50 und einmal ein Nail Latte? Keine Ahnung, sind 2,70. Ja, und dann mal Ente. Errungenschaft freigeschaltet. Schnapp sie dir alle. 100%. Okay, das war die Errungenschaft gerade bei Steam. Gratulation, du hast neue Gegenstände freigeschaltet. Den Man Lions City CNG. Gott. Okay. Zurück zur Karte. Damit haben wir das hier freigeschaltet. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch Strecken. Strecken, Strecken, Strecken. So, jetzt werde ich hier nochmal die Person raufpacken. Wir haben keine Person. Bus haben wir, aber keine Person. Das heißt, wir müssen noch schnell eine Person einstellen. Lehrling, 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 Geselle, 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 Profi, Ass einstellen. Okay, haben wir gemacht. Dann kommt das hier einmal hier hin. Dann werden wir hier mal die Z5. Seid gerade im kompletten Hänger. Was wollten wir machen? Stimmt, die Person. Die Person darauf und der Bus hier rauf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt soweit gesund, lasst euch nicht ärgern. Und dann schauen wir uns bestimmt auch den Bus an. In dem Sinne, ciao, ciao, bye, bye und Cheerio.